Dank der Entwicklung neuer immunbiologischer Therapien wurden in den letzten Jahren in der Krebsbehandlung bedeutende Fortschritte erzielt. Bei manchen Tumorarten ist heute mit Hilfe einer Kombination von Immun- und Strahlentherapie eine deutliche Verlängerung der Lebenszeit oder sogar eine Heilung möglich. Anlässlich der dritten Jahrestagung des Dachverbandes onkologisch tätiger Fachgesellschaften Österreichs, kurz DONKO, wurden die neuesten Entwicklungen präsentiert. Diese Immuntherapie ist natürlich auch für uns Radioonkologen höchst interessant. Wir arbeiten ja schon seit vielen Jahren in einer Kombination mit Systemtherapien. Rund 80% unserer Therapien sind Kombinationstherapien mit vor allem Chemotherapeutika und in den letzten Jahren, Monaten auch mit Immuntherapeutika. Wir erhoffen uns jetzt Vorteile in der Kombination dieser neuen Immuntherapeutika, die entwickelt werden, mit der Radiotherapie, um möglicherweise entweder einen verbesserten Erfolg der Radio- oder dieser Kombinationstherapie insgesamt zu zeigen oder dahingehend, dass man entweder die eine oder die andere Methode reduzieren kann, um mögliche Nebenwirkungen zu reduzieren. In wenigen Fächern hat sich die Technik saltatorisch so positiv einbringen können, wie das in der Strahlentherapie der Fall war. Und das hat enorme Vorteile in der Umsetzung dessen, was ein Radioonkologe tut, nämlich eine Wirkdosis, Photonen hoher Energie, das ist unser Arbeitspferd, die üblicherweise von Linearbeschleunigern erzeugt werden, Photonen hoher Energie in ihrer Wirkdosis maximal an ein Zielvolumen anzupassen. Und das nennen wir Konformation. Das ist das Zauberwort der Strahlentherapie. Und wir konformieren so, dass es im Idealfall ausschließlich Tumor und tumortragende Areale betrifft und umliegende oder vielleicht sogar eingebettete Risikoorgane maximal schont. Das war vor 10, 15 Jahren Zukunftsmusik und ist heute eine solide Realität geworden. Die Idee der neuen Immuntherapie ist revolutionär. Sie greift Tumoren nicht direkt an, sondern unterstützt die Abwehrkräfte des Patienten, um die Krankheit selbst zu bekämpfen. Das entscheidende Thema ist die T-Zell-vermittelte antitumorale Immunantwort, klingt unheimlich geschwollen, nichts anderes als wie unsere Immunabwehr erkennt den Krebs nicht, weil der sogenannte Stealth-Mechanismen, Versteckmechanismen an der Oberfläche hat und nicht das Fremdgewebe entdeckt werden kann. Und diese Mechanismen kann man mit Medikamenten aufbrechen und der Krebs wird von der T-Zelle erkannt und liquidiert, beseitigt von eigenem Körper. Das heißt also, wir geben Medikamente nicht so zur Zellzerstörung aktiv, sondern der Körper zerstört seine Krebszellen durch das Aufbrechen der Immunabwehr, die der Krebs sozusagen gibt. In Österreich ist durch die zentrumsbasierte onkologische Versorgung eine bestmögliche Behandlung für Krebspatienten gesichert.